Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hat die liebe Jenny ihr Kanal hier auf YouTube, ist Into Minds. Ja, wie fange ich das denn an? Sie zieht ja jetzt Ende des Monats um und dann ging das irgendwie um Aussortieren von Kosmetik und dann hatte ich irgendwann mal, das ist schon länger her, habe ich zu ihr gesagt, ich soll mal Sachen, die du nicht haben möchtest, bevor sie in eine Tonne fliegt, ich sag, würde ich mich dafür interessieren. Da sagt sie, ist kein Thema. Jetzt hat sie mir Mittwoch, Bescheid gesagt, sie hat ein Paket fertig gemacht und mir das geschickt. Mäuschen, ich sehe jetzt erstmal nur hier dieses Paket. Ich habe das schon aufgeschnitten, deswegen halte ich hier zu, aber noch nicht reingeguckt. Als allererstes super verpackt, also wirklich gut verpackt. Gefühlt halbe Stunde habe ich davor gesessen, um das aufzukriegen. Nein, Spaß. Du hattest gesagt, ein bisschen. Also das Ding ist ordentlich schwer. Ja, ich werde das jetzt einmal aufmachen. Oh, bist du süß. Oh, guck mal. Ja, bei meinem Glück, was ich jetzt habe, ich hoffe nicht, dass es rausfällt. Ich halte euch da mal so schräg. Hier sind so Zettelchen dran und du hast das ja alles in Servietten eingepackt. Boah, bist du wahnsinnig. Da habe ich sogar schon eine Kamera hier rum. Du bist süß. Da hat sie mir so Zettelchen hingeklebt. Dann fangen wir mal mit dem ersten an, was hier im Karton hängt. Da steht, Steffi Maus, ich habe dir ein paar Sachen zusammengepackt und hoffe, du freust dich sehr. Fühl dich gedrückt. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich freue mich wirklich sehr. Ich kann gerade heulen. So, was steht denn hier? Auf dem einen steht, hab dich lieb und auf dem anderen... Ja, Udo bekommt mit Sicherheit den Schock seines Lebens. Also soll er sich am besten hinsetzen. Ja, von mehr konnte ich mich erstmal nicht trennen. Ich freue mich auf die Videos mit den Sachen. Du bist wahnsinnig, aber das ist, ich bin geflasht. Ich traue mich da gar nicht auszupacken. Fangen wir mit dem ersten an. Guck mal, wie süß. Ein Minion-Serviette. Da steht, hab dich lieb drauf. Ich traue mich da gar nicht auszupacken. Ist wie Weihnachten heute. Ui, was haben wir denn hier? Eyeshine Shadow und Glaze Palette, Limited Edition von Barry M. Ui, das sind ja knallige Farben. Halleluzi, so sehen die aus. Hier unten ist ein Spiegelchen drin. Das sind knallige Farben. Ui, muss ich doch direkt mal testen. Oh, schön weich. So sehen die aus. Lege ich mal an die Seite. Ui. Ja, die sehen schön aus. Jetzt brauche ich nochmal. Jetzt muss ich einmal schon direkt deine Serviette. Da kommen ja noch welche. Die ist echt schön aus. So von außen habe ich die euch gar nicht gezeigt. So sieht die aus. Richtig schön. Toll. Hier, wo fange ich denn an? Hier ist auch. Zick, zick, zick. Achtung, kein Original. Oh, fühlt die sich schön an. So richtig. Ach, die hast du zu. Ich denke, was ist das denn? Warte, die entklebe ich euch. Die ist mit Samt überzogen. Also die sieht ja schon richtig edel aus. Ui. Oh, die ist toll. Mit Pinselchen sogar. Der Pinsel ist hier, den hole ich eben raus, sonst fällt die alles. Die sieht ja geil aus. Also die fühlt sich nicht nur mega an, die hat auch wunderschöne Farben. Denn jetzt hier abgestürzt. Wartet mal eben.
Irgendwas war draußen. Mein Gott, runtergefallen, keine Ahnung. So, weiter geht's. Also die sieht echt mega aus, die muss ich euch nochmal zeigen. Und vor allen Dingen so schön samtig. Oh, schön weich. Nehmen wir mal die Farben. Oh, schön. Super pigmentiert. Schöner Schein. Die ist echt wunderschön. Dankeschön. Genau meine Farben. Und echt, die ist so, so samtig. Schön. Dankeschön. Ach, den Pinsel noch da rein. Wollen wir mal alles hier... Du bist wahnsinnig, echt. Alles schön an die Seite legen. So, dann machen wir mit der nächsten weiter. Auch wieder schön im Linienpapier. Ui, was haben wir denn hier? Silky Eyeshadow Palette. Glam 01 Huster. Also zeige ich euch erstmal so. Schöne Farben. Das sind bestimmt die zwei, die du meintest mit dem Hitzepen, ne? Da sagt sie zu mir, ist das schlimm? Ich sag immer, ich habe gefragt, wenn du was auszusortieren hast, das würde ich dann gerne haben wollen, wenn, bevor das in die Tonne fliegt und alles, ne? Ich sag, ich habe nicht gesagt, ich möchte neue Ware haben, also mich stört das nicht. Die Farben sind toll. Die sind alle schön, aber die sprechen mich jetzt als erstes an. So sehen die aus. Achso, man sollte die andere Farbe auch abgemacht haben, ne? Ja. Oh, die sind schön. Guck mal. Geil. Das ist auch eine schöne Palette. Ja, die gefällt mir sehr gut. Ich habe mir jetzt gerade noch mal eben Feuchttücher mitgenommen. Ups. Du bist wahnsinnig, echt. So, hier sind die Zettelchen, die ich euch gerade vorgelesen habe mit dem Udo. Der kriegt wahrscheinlich gleich, wenn der hinkommt, einen Anfall. Oh. Ganz edel. So sieht die aus. Ups, da ist auch ein Pinselchen drin. Oh, das sind auch schöne Farben. Die sehen auch toll aus. Auch mit einem Spiegel drin. Und so sehen die Farben aus. Der Herr kommt gerade runter. Riechst du Essen? Nee. Dann mach was. Oh, sind die schön weich. Die sind echt schön weich. Guck mal. Du hast noch keine... Oh, oh, oh. Schön. Jetzt setzt er sich noch nach hinten. Er möchte ja nett sein. Die ist toll. Die sind noch sehr, sehr, sehr gut pigmentiert, die Farben. Ne, Udo? Sehr schön. Was ist denn, wenn du neue Schrauben und alles kriegst? Ja. Ich schick dir mal ein Paket mit Schrauben. Hast du gehört, Jenny? Dein Mann kriegt jetzt auch mal ein Paket mit Schrauben. Oh. Da ist ja noch mehr drin. Halleluja. Guckt euch mal die Servietten an. Die muss ich vor Emma verstecken. Eieieiei, bist du denn wahnsinnig? Oh, cool. Ein Primer von Catrice. Da hatten wir drüber gesprochen. Ui, was ist das denn Schönes? Smoky Eyes. Raucheis. Ja, du bist auch ein Raucheis. Schön sehen die aus. Also, schön.
Auch die Verpackung, die ist so richtig schön edel. So, was haben wir denn hier? Von Catrice High Glow Highlighting Puder. Das ist die 010 Light Infusion. Infusion. Schön, schön, schön. Ja, Highlighter habe ich, glaube ich, nur ein und eben in der Kali Bible Palette, aber sonst habe ich keinen. Ja, jetzt ja, jetzt habe ich einen mehr. So. Long-Lasting Liquid Lipstick. Der ist schön. Der schimmert schön. Doch, der ist doch schön. Was haben wir da? Nächstes. Von Essence. XXXL Shine Lip Gloss. Oh, schön. Wo haben wir den? Da. Ein schönes Pinky Pinky. So Barbie-mäßig. So, hey, was ist das denn? Lip Cream von Bella Pia. Boah, alleine das, Kissen hier sieht schon, Kissen, ich bin wieder perfekt, wow, hohoho. Halleluja, ist das ein, wie nennt man das, ist das Beere, ist das Bordeaux, so Mischmasch, aber schön. Und hier haben wir von Manhattan Super Curler Volume und Curl Mascara mit so einem Bürstchen. Ist die, was steht da, 1010 N Black. Die sieht auf jeden Fall schon mal edel aus. Werden wir da mal austesten. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt, dass das so schön schwarz und pinkig ist. So, was haben wir denn hier? Catrice 3-in-1 Regenerating Nail Polish Remover Pads. Oh, cool. Kann man immer hier brauchen. Zack. Zack. Von Catrice Multi. Hallo? Ich mache ein Video. Multitalent. Powder and Make-up in der Farbe 020 Natural Beige. Mit Spiegelchen. Oh. Ist nicht nur kalt, auch schön. Hell. Testen wir alles aus. Ach, da ist noch immer. Ja, wer bist du denn? Von P2 Lips. Wie heißt das? 2 Chic Smooth oder 2 Chic Smooth? Hey. Die bammt mal richtig. Schick. Noch nicht. Bist du wahnsinnig? Du bist echt wahnsinnig.
Wo fangen wir denn an? Mit der Catrice Glam & Doll Mascara. Hab ich auch noch nicht gehabt. Du bist wahnsinnig. Von Catrice. Diese sind auch tolle Farben. Swatchen wir direkt mal. Richtig schön. Gefällt mir richtig super. Richtig schön frühlingshaft. Überhaupt, wenn man den Schnee draußen sieht. Und dann, was ihr gerade hört, hier landet kein Hubschrauber, sondern meine Waschmaschine schleudert gerade. Warum die klappert? Die klappert nicht. Das haben wir hier von Catrice. So ein lila. So ein lila schwarz. Schick. Ich muss mich an so ganz dunkle Lidschatten erstmal rantrauen. Weil ich immer finde, so ganz dunkel. Das steht mir nicht, aber wir werden es testen. So, dann haben wir von Miss Lynn so ein Satellbraun. Gold. Aber schön. Das ist genau mein. Oje. Von Essence Velvets. 08 Coral Maybe. Da warst du ja noch gar nicht dran. Traue ich mich jetzt auch nicht rein. Traue ich mich? Weil die Aufmachung wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob da drüber kommt. Wie so ein Kissen. Das traue ich mich nicht. Komm. Schön weich. Ein matter, ist halt peachiger Ton, so rosé. Auf jeden Fall schön. Den hast du ja auch nicht benutzt. Das ist so ein Karamellton. Ich muss ihn. Komm, Steffi, los. So matt, ja, wie gesagt, Vanillefarbe, karamellig, ja, karamellig. Was machst du denn? Ach so, ich denke, eine Kamera, wo läufst du denn hin? Jetzt geht rund hier, hallo? Wo sind wir denn hier? Also, wenn ihr meint, das ist schon zu Ende, nee. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen, weil ich das erstmal verkraften und verdauen muss hier. Du bist wahnsinnig, echt. Dann von Freedom ein lila. Mattes lila. Schön. Ups, ist mir der Applikator entgegengefallen. Dann haben wir hier so ein schönes Gold. Was ist das? Braunglitzer. Du bist auch ein Flitzer, auch schön. Boah, sind die kräftig pigmentiert. Toll. Du überforderst mich, Mausi. Du überforderst mich. So, dann haben wir von Essence so ein Quattro. Schön. Ein schönes Lila und dann ist halt so ein Petrol, wie nennt man das? Nennt man das Petrol? Schön. Schön, schön. Und wie gesagt, hammer pigmentiert.
Kick kaum ab. So, was haben wir denn hier? Prime and Fine. Anti-Shine Blur Stick. So sieht's aus. Auch noch nicht benutzt. Halleluja. Cool. Der ist schön weich. Dann von Calvin Klein. So ein schöner, matter Braunton. Jetzt liegt die Hummel neben mir und träumt. Das wird ein Video, Leute. Ach Gott, ganz viele von Manhattan sind die. So kleine Eyeshadows. Die zeige ich euch jetzt so. In Silber ist das. Oder in Grau und Braun. In knalliges Orange. In cremefarbener. Oder sagen wir mal goldener. Ne, cremefarben, der ist eher golden. Gelb-Gold, Orange-Gold. Ui. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Mein Gott. Und in dunkelbraun. So. Zzt. Von Catrice, ein Quattro Ganzel. Das hat Silber und so ein, ist der grün? Nee, grün! So schlammig. So, habe ich auch noch überhaupt nicht. Oh, wer bist du denn? P2A Feel Pretty. Love Some and Teasing Eyeshadow. Auch wie süß. Ein ganz helles Flieder. In so einem süßen Päckchen. Wunderschön. Das muss ich erstmal verkraften hier. Du bist wahnsinnig. Von Catrice Velvet Matte Lip Cream. Das war einer. Dafür mache ich erstmal die Hand wieder sauber. Oh, der ist schön. Ein schönes, kräftiges, ja, wie nennt man das denn? Pinkstar. Ja, aber so Richtung Rot, würde ich sagen. So rötlich, pinkig. Dragonstar. Die Farbe ist gewöhnungsbedürftig. Aber die kriegen wir auch verbaut. Das ist so eine... Jetzt könnte ich sagen, die habe ich als Gelfarbe, ja. Das ist ein Mischmasch aus Hellpink und... Ne, Pfirsich nicht. Das ist Rosé. Nicht Pink, Rosa. Ja. Dann von L'Oreal... Ich drehe das immer schon auf. Das wollte ich euch doch erst zeigen. Ich muss lachen, hast du da drauf gebissen? Der sieht lustig aus.
Ja, die Farbe weiß ich auch noch nicht. Das ist so ein Mischmasch so zwischen, wie ich mir erklären, Pfirsich. Ich weiß es nicht. Ich komme über den. Wie nennt man die Farbe so? Peachig ist es ja nicht. Undefinierbar. Von Catrice Infinite Shine Lip Gloss. Sehr schön. Dann von Revolution Ultra Lip Cream. Ist auch eine schöne Farbe. So sieht die übrigens aus. Habt ihr euch wieder nicht gezeigt. Dann. Achso, man sollte ja auch aufdrehen, Steffi. Guten Morgen. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht auf den Lippen gehabt. Ein Braun. Mal gucken, wie das aussieht. Wow, die Bam, die Farbe. Oh, wie knallig der Applikator ist. Applikator nennt man das übrigens. Barbie. Ich werde das alles mal austesten, wie das so zu mir passt. Aber ich finde die Farben schön. Wie gesagt, braun habe ich auch noch nicht gehabt. Ach, hier ist noch ein von Essence. Der Matt. Habe ich ja die 02 und das ist die 04. Dadurch, dass ich jetzt einen feuchten Handrücken habe, passiert da nicht viel. Wow. Die Bamt. Die ist toll. Die Bamt. Mal, wie präsentierst du deine Schrauben? Die Bamt nicht, die drehen. Du warst ein Knall, ehrlich. So. Das hat sie mir gesagt, dass sie mir Nagelsachen dazu packt. Mädchen, du bist wahnsinnig. Da hat sie mir zwei Buffer dabei getan. Ich werde wahnsinnig. So ein richtiges Schlaraffenland hier. Was haben wir denn hier von Essence? Nail Art Designer Set. Das sind so Schwämmchen und ein Pinsel ist dabei. Und hinten ist eine Anleitung, wie man das so anwenden kann. Ich habe gar keinen Platz mehr um den Tisch. So, was haben wir denn hier? Highshine Nail Color. So ein Fläschchen. So, dann haben wir das erste. Wow. Grasgrün. Das ist ein Farbgel. Und das ist wirklich grasgrün. So ein Grün habe ich noch nicht mal. Das, ich habe schon viele Farben, also ja, unnormal viele Farben. Aber so ein Grün habe ich noch nicht. Dann ganz einfach schwarz. Du bist wahnsinnig echt. Wenn der Udo gleich seinen Tisch sieht, also wenn er den Tisch erkennen sollte, wow, das ist auch ein Hammerrot. Also in der Kamera sieht das für mich jetzt orange aus, aber das ist ein richtig knalliges Rot. Was haben wir denn hier? Hellblau, den muss ich mal eben hinstellen, weil der umgekippt war. Als hellgrün würde ich das jetzt nicht sehen, aber das ist schön. So Gras, Mintgrün, irgendwie so. Schön. Wird also Zeit, dass ich mal wieder meine Nägel mache. Neon Aprikot.
schön. So eine ähnliche Farbe. So ähnlich war auch der eine Lippi hier. Was haben wir denn hier? Dunkellila. Das ist schön. Das sieht jetzt schwarz aus, ist aber, kann man hier erkennen, lila. Eben dunkellila. So. Hellbraun. Das ist auch schön, habe ich auch nicht. So, Neongelb. Boah. Das bammt so richtig, Udo. Bam. Oh, nee. So, ist der letzte. Und dann ist der Karton leer. Das ist beige. Nehme ich aber die schöne Serviette noch vorher raus. Und zwar, ich dachte, das Ding wäre leer. Nee. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher gesagt, nehmt euch was zu trinken. Eine schöne Eulenserviette. Hammer. Hier sind übrigens noch, deswegen dachte ich leer, einmal French Maniküre, so Schablonen, wo man dann eine schöne French mitziehen kann. Noch zweimal. Und eine Stamping-Schablone. Gucken wir doch direkt mal. Von Essence ist die. Ja, du hast noch was zu essen. Mit einem Schleifchen und was haben wir denn hier noch? Herzchen und Blumen und Pünktchen und schön. Habe ich auch noch keine gehabt von Essence. Nochmal, zwei Buffer. Die braucht man ja immer. Dann Schablonen, um die Fingernägel zu verlängern. Was haben wir denn hier? Nagelöl. Zum Pflegen der Nägel und Nagelhaut. So, hier geht's weiter. Mein Gott. Oh, schön, ein helles Lila. Passend zum Lidschatten. Dann mache ich das so ähnlich wie die Andrea. Trage ich auch Ton in Ton. Ein Pink. Ja. Schön. Ich muss mal Platz schaffen hier. Neonpink. Wow. Obwohl ich da hätte gesagt Korall, aber das ist schön. Egal, was das ist. Ob es pink heißt, grün heißt, das ist schön. Udo. Bam. Oh, schön. Da weiß ich gar nicht, ob ich so ein Gelb habe. Jetzt ja. Das lockt da so richtig den Frühling. Nicht kriegen wir da drauf. Blutrot. Wie sieht denn Blutrot aus? Boah, das sieht wirklich aus wie Blut. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das sieht wirklich so aus. Du geh mal darüber. Noch ein Rot. Ja, ich hätte so gesagt in Richtung Orange. Das ist schön. Pink. Schön. Beerig. Neon Orange. Hell. Oh.
Das ist auch schön. Und ohne Mist, so ein Orange habe ich gesucht. Und nirgendwo gefunden. Dankeschön. Das habe ich wirklich gesucht, aber entweder war das nicht Obi. So viel. Bitte was? Gibt's bei Obi. Ja, ein 5-Liter-Dinger, ne? Aprikose. Aprikose in der Hose. Ja, ich glaube, da muss ich wieder mal langsam anfangen mit meinen Nägeln. Ich habe Pilz gelesen, warum auch immer. Dabei steht da Helping. Oh, schön. Der Blöde ist, ich weiß nicht, ob die Kamera die Farben so einfängt. Das ist noch nicht zu Ende. Neon, wow. Bam. Die bammt auch so. Geil. Och, ich mag das, meinen Mann zu ärgern. Türkis. Also Türkis habe ich jetzt anders. Ich hätte jetzt hier gesagt, das ist Petrol, aber auch da wurscht. Schön. Neonrosa. Oh, Schweinchenfarbe. Schön. Für mich ist das Babyrosa. Kaffee, also hellbraun, aber für mich ist der Kaffee. Kaust du Fingernägel, Udo? Nee. Hör auf, das sieht man. Hellorange. Oh, ich habe keinen Platz mehr hier. Hautfarbe. Hautfarbe. Fast. Jo. Ne? Ein French Weiß. Nail Salon. Dunkelbraun. Oh, das ist auch schön. Mint. Ja, das ist schön. Ich muss schon Türme hier bauen. Jetzt steht da lila Mittel. Oh, das ist auch toll. Schön, schön, schön. Flieder. Oh ja. Blau. Boah, das ist ja ein knalliges Blau. Babyblau. Oh. Hab ich auch noch nicht. Aber jetzt. Mein Gott. Neongrün. Bam. Udo, das bammt wieder. Ein Grau. Aber wir haben noch nicht gehabt. Und weiß. So, jetzt, was haben wir denn hier? Ein Tütchen eingepackt. UV-Gel? Ach so, jetzt verstehe ich das.
Ich denke, ist. Ja, das ist transparentes UV-Gel. Das haben wir hier. Puder. In Rosé. Ich hänge euch gleich mal ein Foto hinten ran von den ganzen Sachen. Jenny, du bist verrückt. Also ich habe mich mega gefreut und freue mich immer noch und kann wahrscheinlich überhaupt nicht schlafen. Und überlege, ob ich Udos Schrank leer räume, damit ich Platz habe dafür. Vielen, vielen, vielen Dank. Küsschen für dich. Ich, wie gesagt, ich bin immer noch geflasht und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, ich finde da gar keine Worte für, außer danke, danke, danke. Und ich werde dann auf jeden Fall alles benutzen und austesten. Und ja, danke schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ich muss erstmal klarkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.